Aus Grün wird Gelb-Rot. Poco Einrichtungshäuser kommt nach Böblingen. Genauer gesagt dorthin, wo früher Hertie und später Mömax beheimatet war. Wir haben uns auf der Straße umgehört, was die Menschen von einem weiteren Möbelhaus in der Umgebung halten. Also ich finde es nicht schlecht, weil ich bin ja jetzt 22, ziehe auch bald raus. Und deswegen ist es gut, wenn man eine Anlaufstelle hat, um sich Möbel zu kaufen. Ja, also ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil Poco ist ziemlich günstig, hat schöne Einrichtungen, ist dann ganz in der Nähe. Also ich finde es gut. Ich habe mich verstanden. Okay. Also okay. Gut, die Firma kenne ich ja nicht so ganz gut, aber die ist, glaube ich, in Bad Cannstatt tätig, so wie mir bekannt ist. Und das wird sich zeigen. Mhm. Ne? Also ob es qualitativ gut ist oder so, dann können wir erst beurteilen, wenn man sieht. Davon halte ich so viel, wie dass ein gewisser sich für den Präsidenten der Vereinigten Staaten hält. Ja, weiß ich, ob wir da noch eins brauchen. Vor allem das Poco. Ja, also nach meiner Meinung nach bräuchten wir es nicht, weil Sindelfingen, Böblingen haben wir so viele Möbelhäuser. Da noch eins mehr. Von meiner Seite aus brauche ich das nicht. Ich finde es unnötig in Böblingen. Wir haben da Gammerdinger, dann Ikea und da kriegt man relativ günstige Möbel. Also ich finde es total unsinnig.